Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Rainer Maria Rilke, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, siehe, wie klein dort, siehe, die letzte Ortschaft der Worte und höher, aber wie klein auch noch ein letztes Gehöft von Gefühl. Erkennst du's? Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, Steingrund unter den Händen, hier blüht wohl einiges auf. Aus stummem Absturz blüht ein unwissendes Kraut singend hervor. Aber der Wissende, ach, der zu wissen begann und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Da geht wohl heilen Bewusstseins manches umher, manches gesicherte Bergtier wechselt und weilt. Und der große, geborgene Vogel kreist um der Gipfel reine Verweigerung. Aber ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens. Ein wunderschönes Gedicht, eines meiner Lieblingsgedichte von Rainer Maria Rilke. Geschrieben 1914 am 20. September in Irschenhausen, veröffentlicht erst 1919. Worum geht es in diesem Gedicht? Was ist der erste Eindruck? Der erste Eindruck ist eine Berglandschaft und es geht um Dichten, um Schweigen, um Verstummen, es geht um Worte, es geht um Gefühle, um das Herz, um Wissen und Erkennen. Und es geht um Geborgenheit und Ungeborgenheit, um Sicherheit und Ausgesetztsein, um die existenzielle Erfahrung des modernen Menschen. Dichten als Gratwanderung und ein drohendes Verstummen in der Moderne des Dichters. Denn was, fragt er sich, was ist Sprache und was kann Sprache in der modernen Erkenntnis noch leisten? Kann Sprache überhaupt Außersprachliches, so etwas wie eine Berglandschaft, wiedergeben? Oder ist sie nichts anderes als ein Text, nur ein Text, Worte, letztlich Dichtung, nichts anderes als ein Zu-Wort-Kommen eines Subjekts mit sehr Subjekts, eines menschlichen Subjekts, mit sehr subjektiven Gefühlen und einer sehr subjektiven Sprache. Das ist eine sehr moderne Fragestellung, die wir aber seit dem frühen Mittelalter schon kennen, immer wieder gestellt worden, wie weit gibt Sprache Außersprachliches wieder, die Welt wieder, genau. Und in der Moderne wird diese Frage ganz radikal beantwortet. Und das macht Rilke in diesem Gedicht auch wunderbar klar. Zunächst wird uns eine Gebirgslandschaft vor Augen gesetzt, Berge. Und wir finden uns ganz oben auf einem Berg ausgesetzt in dieser Höhe, zu der wir emporgestiegen sind, auf einer langen, mühsamen Wanderung. Und nun schauen wir von oben hinunter und wir sehen, wie dieser Blick von unten anfängt und langsam nach oben steigt. Also da unten ist alles ganz klein, dann gibt es noch eine letzte Ortschaft von Menschsein und sozialem Miteinandersein, auch durch Sprache. Dann kommt ein letztes Gehöft, ein einzelnes Haus und dann nur noch Steine, Abgründe, Abstürze, aber auch blühende Kräuter, Bergtiere und ganz oben ein kreisender Vogel, der um die Spitze des Berges herumkreist und um das ungeborgene menschliche Subjekt.
Und nun das Besondere an diesem Gedicht, was es so auch intellektuell macht, aber auch so wunderbar schwebend zwischen Erscheinungswelt und Dichtung. Ganz besonders an diesem Gedicht ist die Verbindung der bildreichen Sprache, Bilder der äußeren Welt mit Worten, die aus dem Bereich Sprechen, Dichten, Singen, Erkennen, auch Fühlen kommen. Worte wie eben Worte, der Grund, Erkennen, Unwissend, Wissender, Schweigen, Bewusstsein, Verweigerung, reine Verweigerung, Gefühl und Herz und Singen. Es ist eine Landschaft der Worte, die hier gemalt wird. Und das macht Rilke genial, indem er die sinnlich wahrnehmbaren Gebirgslandschaftsorte verbindet mit Worten aus dem Bereich der Sprache, eben vor allem durch ein Genitivkonstrukt. Ortschaft der Worte, Berge des Herzens, Gehöft von Gefühl, der Gipfel reine Verweigerung. Oder er verwendet dann noch ein anderes Mittel, indem er Substantive mit Adjektiven verbindet, die genau aus diesen beiden Bereichen kommen. Ein unwissendes Kraut, ein stummer Absturz. Hinzu kommt noch etwas, die Worte werden auch so verwendet, dass sie Assoziationen im Leser hervorrufen. Sie spielen mit Doppelbedeutungen, mit Wortassoziationen, in denen sich Sinnliches mit Abstraktem verbindet, Visuelles mit Gedanklichem und Sprachlichem. Das Wort Erkennen in dieser Doppelbedeutung von visuell sehen, erkennen und begreifen, verstehen. Das Wort aussetzen, etwas hinaussetzen, nach draußen setzen, im Sinne auch von aufhören, etwas wird ausgesetzt, ein Vorgang wird unterbrochen. Dann eine Assoziation mit aussätzig. Der Gegensatz von dem Wort heil, was auch einmal in diesem Gedicht auftaucht. Und dann natürlich die Assoziation Satz bei Aussätzen, die eben sofort auch wieder diesen sprachlichen Bereich assoziieren lässt. Bergen. Selbstverständlich darin steckt der Berg, aber auch eben diese Bedeutung von sichern, ich berge jemanden. Und dann in der Verbindung mit verbergen, verheimlichen. Das ist ganz wunderbar, wie er mit diesen vielen Bedeutungen spielt. Borgen, die Geborgenheit, die Gesichertheit und auch dieses Verleihen, eine verliehene Geborgenheit, die man auch wieder zurücknehmen kann. Gesichert, aus der Bergsprache entnommen, man sichert jemanden. Aber auch eine gesicherte Erkenntnis, etwas, was unbedingt wahr und richtig ist. Der Wechsel, ein Tierwechsel im Gebirge, aber auch sich verändern, sich wandeln, von hier nach dort gehen. Der Steingrund, selbstverständlich hier der Boden, der Felsen gemeint, aber eben doch auch dieser Grund, die Ursache spielt da assoziativ mit hinein. Hier, da in dem Gedicht, was nun auf die Landschaft verweist, hier und da, aber natürlich auch auf den Text selbst, hier im Text und da im Text. Genial verschmelzen Sinneseindrücke aus einer harten, felsigen Gebirgslandschaft, die auch etwas sehr Asketisches hat, mit Gefühl, Erkenntnis, Wissen
und Ahnen, dem Herzen, dem Erleben. Rilke ist ein großer Tonkünstler und diese Verschmelzung der Bereiche von Erkennen, Fühlen und Sprache mit dem Landschaft des Gebirges, diese Verschmelzung hat er nun auch durch die Art und Weise, wie er zum Beispiel mit Konsonanzen spielt, wie er Vokale so wiederholt, dass sie schon zu einem Lied werden, zu einem musikalischen Gesang. Ortschaft der Worte, Bergen des Herzens, Gehöft von Gefühl, der große geborgene Vogel, stummer Absturz, gesichertes Bergtier, Wechsel, Weil, Kreisen, Rein, Verweigerung. Also es ist schon fast ein Lied, ein Gesang, der sich da vor den Ohren auftaucht und der nun wirklich das Visuelle mit dem Gedanklichen verschmelzen lässt, zur Musik werden lässt, eine Synästhesie, eine perfekte Verschmelzung von Sinneseindrücken bereitstellt. Schauen wir uns die Struktur des Gedichtes noch einmal an. Viermal erscheint das Bergen des Herzens. In der ersten Zeile, in der letzten Zeile, in der fünften Zeile, in der zehnten Zeile und in der Mitte, in der 15. Zeile. Das ist fast wie eine Art Assoziation auch zu einem Refrain. Und so wunderbar macht er eine Bewegung deutlich, die von oben nach unten geht und wieder nach oben und schließlich im Kreisen des Vogels um den Berggipfel gipfelt und damit diesen Kreislauf des Wanderns und des Sich-Bewegens wunderbar verdeutlicht. Diese kreisende Bewegung, das Auf- und Absteigen, die Gefahr des Absturzes, die Gefahr des Verstummens, das macht dieses Gedicht wunderbar deutlich in seiner Struktur, mit seiner Wortwahl. Die Gefahr des Verstummens für den modernen Dichter aus der Erkenntnis heraus, dass Worte nichts als Worte sind und keine reale Welt mehr wiedergeben können. Was bleibt, ist die Sprachlosigkeit, der Rückzug auf das Gefühl, auf das Herz. Siehe, erkennst du das, erkennst du's? Und dann dieser leidende Ausruf, ach. Nur die sprachlosen Tiere und Pflanze sind daheim in dieser Bergwelt, sie sind geborgen, sie sind gesichert. Der Mensch in seiner Erkenntnis fühlt sich ausgesetzt und zurückgelassen in einer puren Innerlichkeit, die Sprachlosigkeit hervorruft, das Verstummen hervorruft. Es ist wie ein Rückblick Rilkes auf das bisher von ihm Gesagte, auf seine Dichtung, auf das, was er zuvor geschrieben hat, was er noch als Unwissender produziert hat. Jetzt die Gefahr des Verstummens, der Verweigerung, des Ungeborgenseins, des Rückzugs auf das Herz und die Sprachlosigkeit. In seinen frühen modernen Gedichten hat Rilke Dinggedichte geschrieben. Gedichte, in denen vom Ding her gesprochen wurde, in die Dinge, in denen Dinge, Tiere wie ein Panther, selbst zu Wort kamen, wo die Natur selbst sprechen konnte, gesprochen hat und zu Wort gekommen ist. Und das mit einer großen Souveränität und Sicherheit. Und jetzt Verstummen und eine Ungeborgenheit, eine Unsicherheit, die sich in ihm breit macht. Das ist diese Sprachkritik, die in der frühen Moderne des 20. Jahrhunderts zum Bewusstsein kommt, den Menschen zu
erkenntlich wird, dass die Sprache nichts anderes ist als ein System von Zeichen, das seine Abbildfunktion verloren hat. Sprache bildet nichts mehr Außersprachliches wider, nur sich selbst. Oder wie Gertrude Stein gesagt hat, a rose is a rose is a rose und nichts anderes als dieses Wort und sonst nichts. Ein Wort verweist auf ein anderes Wort, auf einen Text, auf eine Sprache, auf deren Assoziationsmöglichkeiten. Literaturwissenschaftler haben das den Verlust der Referenzialität genannt, also den Verlust einer Bezogenheit der Sprache auf Außersprachliches. Man hat es auch die Poetik der reinen Figur genannt. Bei Rilke ist daraus ein kordiales Denken geworden. Man hat ihn den letzten Herzenslyriker genannt, der Welt als Weltinnenraum beschreibt und sich bezieht auf das reine Gefühl, auf das eigene Herz und auf die Ausgesetztheit auf den Bergen des Herzens, die einen Dichter verunsichert, verstummen lässt und zu den schönsten Gedichten, die wir in der deutschen Moderne des frühen 20. Jahrhunderts kennen, veranlasst. Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, siehe, wie klein dort, siehe, die letzte Ortschaft der Worte und hör, aber wie klein auch noch ein letztes Gehäuft von Gefühl. Erkennst du's? Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, Steingrund unter den Händen. Hier blüht wohl einiges auf. Aus stummem Absturz blüht ein unwissendes Kraut singend hervor. Aber der Wissende, ach, der zu wissen begann und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Da geht wohl heilen Bewusstseins manches umher, manches gesicherte Bergtier wechselt und weilt. Und der große, geborgene Vogel kreist um der Gipfel reine Verweigerung. Aber ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens,